Fragen oder? Welchen Schnitt fahren wir morgen? Pacing Strategie, Ronny Senholz. Kufstein, Ronny. Kufstein, Ronny. Es war anders geplant. Ja, Thema Riegel am frühen Morgen. Das war anders geplant. Es wird auch morgen nicht so sein. Ganz der Anstieg ist komplett direkt. Aber davor sind wir zu Wellen. So, Freunde, das war es dann jetzt auch schon. Die Trikots der Tissot-Gewinner sind übergeben. War cool, die Leute mal alle ja, in Persona getroffen zu haben. Immer wieder schön. Jetzt ist Abendprogramm angesagt. Wir gehen gleich noch in die Erfurter Innenstadt. Pizza, Pasta, das ein oder andere Bierchen sicherlich noch. Und also alkoholfreie Bierchen natürlich. Und dann geht es auch morgen schon los mit der kleinen Runde. Die große werde ich mir morgen nicht geben. Für dich. Das Trikot fand ich sehr cool. Ich finde es sehr cool. Präsenz. Bisschen was von Trek Segafredo. Hose überraschend gut. Erfurt. Erfurt ist wirklich sehr, sehr schön. So aus dem Hotel ausgecheckt. Und dann geht's rüber zum Ziel der Profis. Messegelände. Dieser VIP-Bereich am Ziel, da versuche ich gleich mal reinzugehen. Das müsste eigentlich klappen. Ich habe einen VIP-Zugang. Vielen Dank an Tissot. So Leute, jetzt sind wir hier im VIP-Bereich. Henning, wir müssen uns mal ein bisschen drehen, damit man auch sieht, dass wir das sind. Nicht nur hier labern. Ich glaube, man kann es hinten so ein bisschen erahnen, erkennen. Henning, wir sind heute zusammen für Tissot an den Start gegangen. Wie war dein Rennen? War richtig gut, 113 Kilometer, knapp unter 4 Stunden, bin sehr zufrieden, war auch anstrengend auf jeden Fall. War das auch dein Ziel? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich gut. Ja, mit Rückenwind dann zurück nach Erfurt, das war richtig schön. Und ich bin ja hier aufgewachsen, deswegen dementsprechend auf meinen Heimatstraßen. Ja. War super. Der spezielle Tissio hier in der Tür geschafft. Hey, hey, Deutschlandtour, ja! Alle ja! Und dieser Deutschlandtour, aber super. Und das wird hier in diese letzten zwei Runden zu schicken. 18 Kilometer noch zu fahren. Und 2019 in Erfurt. Schon let's go! Ja, jetzt noch eine Runde und dann ist hier das große Finale. Alaphilippe ist nicht mehr dabei. Das war's dann jetzt mit der Deutschlandtour für 2019. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Vielen Dank auf jeden Fall an Tissot fürs Möglichmachen, für die Startplätze, die wir bekommen haben, ja, für die Jedermann-Rennen.
Das ist nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch, auch für die Möglichkeit, eben nochmal in den VIP-Bereich reinzugehen. Das macht immer wieder Spaß, seit mit Willy Bruckbauer da zu stehen und André Greipel dabei zuzugucken, wie er Vincenzo Nibali jagt. Ich gehe jetzt zurück ins Hotel. Meine Frau holt mich gleich ab und dann geht's zurück ins Bergische Land. Jetzt würde ich sagen, es reicht. Ab nach Hause und bis zum nächsten Video.